Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Part von Let's Plays New Super Mario Bros. Wonder. Im letzten Part hatten wir uns angeschaut, was die Abseisen, ja, was beim Abseisenhaus so alles entdeckt. Und nun geht es hier weiter mit ein paar neuen coolen Leveln, die wir uns vor uns haben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem hier, nämlich ein Galopterus hält gar nichts auf. Und das klingt ja mal sehr interessant. Um auch gut zu wissen, dass so ein Galopterus nichts aufhalten lässt. Ja, das ist auch offensichtlich so. Aber man kann ihn halt treten, solange bis er weg ist. Damit haben wir in Tests gesehen, er ist ihn aufgehalten. Ha! Sehr wild. Ich will immer die ganze Zeit A drücken zum Springen. Das ist so schlimm. So, wir werden mal eine Feuerblume mehr brauchen. Hier sehen wir auch so ein Wieso. Bäm, und das Ding ist weg. Ah, Elefant wäre aber auch wild gewesen für unten. Aber irgendwie kommen wir jetzt an die Blume. Aber doch, wir können ja Items wechseln. Also wir können jetzt mit A zum Beispiel einen Elefanten wählen. Das ist sehr gut. Und jetzt können wir nämlich hier... Ne, die kann man nicht mehr kaputt machen. Ah, dann wäre doch dieser... Ah. Ja, dann haben wir doch eigentlich... Ja, das Ding bekommen wir nicht, weil da hätten wir... das andere Teil durchsicken müssen. Und hier... Ah, hier können wir so nach unten gehen. Hä? Ah, da brauchen wir das Ding oben. Oder das Ding... Ah, ups, das haben wir jetzt nicht kommen sehen. Ah, das ist ja ein bisschen ungünstig. Nein. Ja, tschüss, das sind halt immer nur gegenseitig anrennen, Mann. Das ist so... Das ist nicht das, was der Sinn davon sein sollte. Heißt, ich muss... Ich bin wieder gegenseitig angerannt, ey. So. Und dann einmal wegspringen. Genau, und das macht das nämlich platt. Jetzt kommt man nämlich so auch zurück. So. Und das ist nämlich mal die Feuerblume, bin ich nämlich wieder groß. Hast du leider mein Elefanten-Item nicht mehr, aber das ist ein irgendwie überleben. Zumindest hoffe ich das. So. Jetzt hier rein. Nein. Hier gibt es wieder so ein Ding. Also, ich finde es immer sehr cool mit den Samen und allem, dass so Blumen kommen. Ach, langweilig, der Baum bestimmt nicht. Und es ist ja ganz und gar nicht voll. Da geht es ab. Nach oben. Da, lieber Mann. Er hätte es nicht gedacht, dass der Baum doch so wild ist. Ich finde auch richtig cool, wenn immer wieder so kleine Secrets drin sind, das Spiel. Macht mega viel Spaß. Wie ich finde. Kann man das Ding irgendwie... Tatsache. Kann man auch mit Feuer komplett vernichten. Das alles ganz gut ist. Aber den habe ich jetzt ein kleines bisschen verkackt, weil ich ein paar Meter neben dran hätte. Mach mal, wir kommen auf der Fahne raus. So muss das. Das ist doch wieder sehr schön. So. Ah. Ey. Du hast uns zwei Items kaputt gemacht. Bin jetzt einmal sehr uncool. Jetzt wäre da ein mega wildes Item drin gewesen. Ich garantiere es. Ja, war so cool und haben das, wie das Game bis jetzt noch ist, wird es nicht mehr lange sein. Das, Ah, sage es mal voraus und die Dinger werden mir gleich nützlich sein. Oder auch nicht. Das ist ein bisschen dumm von mir. Esse, Mann. Ich will das Ding jetzt irgendwie... Kann man irgendwie so den Seitensprung... Ja, wie ging das? So. Ich will das jetzt irgendwie kurz hinbekommen. Das dauert so gerade ein bisschen, liebe Leute. Hä? Manchmal macht er da die eine Attacke, mal die andere. Ach, keine Ahnung. Nee, aber da. Wie geht denn das? Deswegen braucht man dafür eigentlich nichts.
Hast du eine Idee, wie das geht, sprassende Pflanze? Ja, stimmt was nicht. Ja, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht, ne? Ah! Ja, es macht das Ding einfach nur das Schlüssel dahin. Jawoll! Ja, so kann es auch gehen. Ach du heilige Scheiße. Was geht denn jetzt ab? Oh Gott. Ja. Ah, hier gilt es möglichst viel einzusammeln von so Zeugs. Sagte er und sprang erstmal einigen dran vorbei. Nein, 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 nein. Ich hänge irgendwie ein bisschen weiter hinterher. Die ganzen Bisons sind so durch. Was nicht ja ganz optimal von mir gelöst, denke ich. Ich hätte mehr Teile sammeln können. Oh Gott. Hier gibt's ja. Ah, Hilfe. Wird immer schlimmer, alles Demo. Zum Enden wir doch mal lieber so. Ganz schön wild, oder? Ja, in der Tat. Und. Oh! Ja, das hätte ich ein bisschen besser machen können. Das war eine Riesenfahne, ey. Aber okay, so geht's auch, ne? So geht's auch. Und yay, wir bekommen hier einen Wundersamen. So muss der. Perfekt, perfekt. Hallo. So. Also, am ersten Release-Wochenende, sprich Samstag und Sonntag, kommen zwei Videos pro Tag um 15 Uhr und um 18 Uhr noch. Und ab danach kommt ein Video pro Tag. Ich weiß auch zwei. Ich muss erst schauen, wie viel ich jetzt einfach schaffe. Vor aufnehmen, weil ich hab so Bock, viel auszuballern, weil ich hab Bock auf das Game. Let's go. Ich habe das auch einfach gerade die Zeit dafür, ne? So, Roffel. So, das waren diese Dinge. Ich erinnere mich, das sah damit aus wie Christian. So. Hier muss mal wieder ein Elefant sein, sehr schön. So. Hier kann man nämlich ja boing und dann, ja, nach oben springen. Ja, sind witzig, kann man nämlich einfach drauf rumspringen. Oder man kann die auch wie ein Kegel benutzen. Yeah, und jetzt kegelst du alles andere weg. Und alles ist weg, es ist viel zu wild. Ui. So wild, dass man ja alles bringen kann. So, und alle Elefanten heben uns hier auch mal drin auf. So, wir können mal wieder Wasser tanken. Ei. So, was ist denn das Ding hier? Ist das drin stecken geblieben? Oh, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Ja, hallo. Ja, hallo. Oh Gott. Fuck, wir haben eine kurze Zeit hier alles einzusammeln. Ich sehe ja nicht, wie das noch was werden soll. Ja, okay, das hat leider gar nicht geklappt, aber oben und unten, das war halt ein bisschen viel. Ei, ey, wurscht, nächstes Mal halt. So, ein Team müssen wir mal nach unten springen, das sieht irgendwie gefährlich aus. Aber wir kommen genau dort raus, perfekt, so ist das. So, bis jetzt macht das Spiel noch Spaß, aber ich sag's euch, die Leute, das wird es bald ändern. Ja, sag's das so, wie es ist. Wir müssen kurz warten, bis die Pflanze weg ist. Und jetzt kommt man nämlich da hoch. Die wird damit platt gemacht. Bam. Ich will jetzt aber lieber erstmal oben lang gehen und habe den Sound von einem One-Up gehört. One-Ups sind nämlich sehr wichtig und die werden es, wann immer es geht, auch einsammeln. Ich glaube, das ist gar nichts mehr, lol. Weil, ja, wir werden später so hart mehr Leben brauchen. Und die in jetzt absehbarer Zeit einzusammeln, ist einfach so wichtig. So. Ich muss kurz hier wieder einen Weg nach oben bauen. Ah, stopp. 3, 2, 1. Yay. Und neues Item, was ist kurz vor, was hinten wieder ist. So, ich will jetzt ganz gerne da nach oben kommen. Ist ja auch wurscht, braucht er nicht. Ehrlich gesagt, ich habe mal nicht vor, irgendwas 100% zu machen. Ich finde es so witzig, Klinge. Ja, aussehen. Und da ist eine Pflanze. Passt mir gerade gar nicht.
Und hier war es immer wieder. Ich finde es so cool, Mann. Es sind, ja, Hilfe. In jedem Level einfach so einen wilden LSD-Modus gibt. Ich meine, wie kommt man denn nur auf sowas? Und da war es eine andere Wundersame. Boah, das ging auf jeden Fall schnell. Das war nur ein kurzer Modus. Okay, also hier hat man nicht viel reingeschmissen. Nee. Ja, das ist also so. Ja, hier, ja. Ich meine, was ist das real? Überlegst du mit Kindern und sowas, LSD ist ja nicht so gut, aber weil wir erklären jetzt ein Kind, was das ist so. Man isst eine Wundersame, so ein Wundersamen und alles wird daraufhin verrückt und bunt und alles. Ja, was ist das? Man erst ein bisschen fragen, wie ist das? Und wie erklärt man das jetzt am besten von irgendwelchen anderen Leuten, was es ist? Ich habe keine Ahnung. So, hier sieht man was sehr Interessantes, nämlich zwei Möglichkeiten, um ja eine kleine Versnaufspause einzulegen. Sowas ist immer ganz sinnvoll. Und wann könnte man besser eine Pause machen als am Anfang von am nächsten Part? Denn das war's mit dem Part von Let's Play Super Mario 3. Nicht so die Welt, Super Mario Bros. Wonder. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Und ciao!